We cross now to the Rose Garden, where the President is holding a press conference with Russian Premier Voroshevsky to formally announce an end to the hostilities. On this historic day, the representatives of two great nations stand before you united. There's a simplicity to war. Attacking is the only secret. Dare, and the world yields. A chapter in which we pursue peace. How quickly they forget that all it takes to change the course of history is the will of a single man. Who's this? Prisoner 627. I'm coming for you, Makarov. Haven't you heard, Price? They say the war is over. My war ends with you. Like it ended for Captain McTavish. Tell me, Price, how long did it take him to die? I've destroyed your world piece by piece. It's only a matter of time until I find you. You won't have to look far. Der most epic moment ever. Price zocken in der Jetztzeit und nicht in der Vergangenheit. Habt ihr gesehen, dass die Taskforce sich reingewaschen hatte? Da stand kein Dissolver mehr drin. Und das Beste. I've tapped into their security feed. Makarov's in the atrium on the top floor. This is it. Makarov doesn't leave here alive. Jetzt sagt Gott verdammt nochmal als Juggernaut. Get ready. Wenn ihr die Spec Ops von COD 6 durchgezockt habt, von Modern Warfare 2, gehen euch die Chips auf den Sack. This is for soap, goddammit! We've got their attention. Second wave of responders will be coming in any moment. Here they come, right on schedule. Ihr kriegt das hier verdient, Gottverdammte Diener Makarov. Ich hab sicher eine Backup-Waffe. Nicht schlecht. Okay, I've got control of the elevator.
Kommt hier wieder einer? Ich glaube nicht. Wow. Jetzt kommt wieder einer von hinten. Na, stirbt. Nein, Ego-Shooter machen nicht aggressiv, aber wenn es darum geht, diesen Dreckskerl von Makarov zu erledigen. Kenn ich nicht. Los, rein. Makarov muss to the restaurant, same floor. He's got a large security detail with him. What kind of opposition is waiting for us? 40 plus foot mobiles, SMGs and assault rifles. Und der Price spricht, obwohl ich den zock. One is heading for the roof. Probably going to Makarov. Ah, geh kaputt. Scheiße. Keep firing. Nein, das wolltest du gar nicht, das wolltest du. Na. Gerade. Wovon denn? Oh, muss meine Waffe auch ausgerechnet dann leer sein. Moment, ich lade nochmal nach, bevor ich reingehe. Wunderschön. Makarov muss to the restaurant, same floor. He's got a large security detail with him. What kind of opposition is waiting for us? 40 plus foot mobiles, SMGs and assault rifles. Enemy chopper closing on your position. One is heading for the roof. Probably going to Makarov. Sowas von klar. Los doch, wir müssen uns beeilen. Wir haben wieder unnötig Druck mit dem Timer hier. Das ist unnötig. Wir wollen ja nicht, dass der gute Makarov jetzt entkommt, nicht? Dann funktioniert sie komischerweise.
da hinten, snipe ein bisschen. Hallo, es kommt raus. Hallo, sie haben nicht so viel Zeit hier, wir müssen uns beeilen, verdammt. Typisch. Okay, ich glaube, ich habe ein Problem. Goodbye, Captain Price. Wow. Okay, jetzt ist Yuri mal endgültig hin. Ich glaube, das ist so eine Szene, die jedes Mal wieder Gänsehaut macht. Objective completed.
Gut, dann. Wow. Oh, ich liebe diese Mission. Wer wagt, gewinnt. Who dares wins. Sagt es die SRS nicht im Multiplayer mal, wenn man anfängt? Mit der Stimme von Price. Ah, schaut mal, der David Svensson. Und der Mikhail Di Meo. War da ein Pepe dabei? Ich habe ein P gar nicht geguckt. Schauen wir da mal. Ganz viele Eriks. Erik Biesmann, Erik Feldmann, Erik McDaniel, Erik Milota, Erik Schlautmann, Erik Schmidt, Erik Spray, Erik Wittner. Und da sind noch ein paar Nix. Ein Pat, aber kein Pepe. Schade. Naja, wie lange gehen die Credits eigentlich? Wahrscheinlich ziemlich lange. Ich werde jetzt trotzdem durchlaufen lassen, das gehört einfach dazu. Dann bedanke ich mich bei euch für euer Zuschauen bei der letzten Folge von nicht The Force Unleashed 2, was wir auch nicht zocken werden. Ich dachte, ich habe auf beschäftigt gestellt. Naja, bedanke ich mich für euer Zuschauen bei der letzten Folge von Call of Duty Modern Warfare 3 oder Call of Duty 8 oder wie auch immer. Schön, dass ihr dabei wart. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ihr geguckt habt. Woher soll ich das noch wissen? Ich kenne euch ja gar nicht. Oder doch? Und, ja, genießen wir gemeinsam einfach mal die Credits. Suchen uns ein paar lustig klingende Namen aus. Zum Beispiel Jirayut Sribusfan. Oh, guck mal, James McDonald. Der hat einen Special Thanks gekriegt. Genauso wie 8711. Ist 7-Eleven nicht so ein Laden in Dänemark und auch irgendwo in Amerika oder so, wo man Sachen kaufen kann? Obscure. Ist ja sehr obscure. Map Monkeys. Bill Petro. Activision Studio Central. Und da ist Phil Keck. Rechts. Und Yiki Meng. Yiki Meng war auch dabei. War beim Additional Call of Duty Elite Development. Was hat es in der PC-Version zu suchen? Da gibt es kein Elite zurzeit. Elite zurzeit. Stephanie Jones war auch dabei. Und Noah, der Noah war auch dabei. Von dem kamen die ganzen Tiere im Spiel. Besonders die Hühner, die man so gesehen hat. Jeff Goodwin. Guter Mann. War bei den Marketing Communications. Oh, da hat er eine legale Affäre, nämlich die Mary Tuck mit dem Phil Terzia. Quality Assurance. Das sind also die Tester, nicht? Da war zum Beispiel der Pascal Thibault Larouche. Und Patrick Lacharité. Und Paul Taniguchi. Und da war EJ Alcantara. Nee, EJ Alcantara. Ja, ja. Provided wurde das Ganze von Stephanie Deming und Xlock Inc. Und gepackaged und gemanual designed wurde das Ganze von Petrol. Dann T26 hat irgendeine Schriftart dazu beigetragen. Jeep, Wrangler und Rubicon sind Register-Trademarks von Chrysler. Und Predator gehört irgendwie zur Atomic Astronaut Systems. Ja, also gibt's die Dinger wirklich. Das waren noch Zeiten. Operation Kingfish. Und mit den Special Ops werden wir jetzt nicht weitermachen. Mal gucken, ob es in diesem Bild irgendwas Lustiges zu erkennen gibt. Achso, ich will jetzt nicht lange an dem Video festbamseln. Es war mir eine Ehre. Auf Wiedersehen. Bis dann. Euer Pippe.